Hallo, liebe Teefreunde aus der deutschsprachigen Welt, also aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Luxemburg, aus Belgien vielleicht, aus Dänemark und aus meiner Heimat in dem Elsass. Ich bin Stefan Erler, euer Host, euer Teelehrer aus Taiwan jetzt, wo ich seit 24 Jahren jetzt schon lebe. Und ja, es geht mir gut. Und wir wollen heute nochmals zum dritten Mal über dieses Buch sprechen: The White Road, Journey into an Obsession von Edmund de Waal. Ein Buch über Porzellan. Wir haben schon zwei Kurse über dieses Buch gemacht. Der erste Kurs war über Jingde Zen und der zweite war über Meißen, also Orte der Pilgerschaft, die unser Autor da gemacht hat, weil er ein Keramist ist und über 50 jetzt wollte er unbedingt diese Städten, wo Porzellan erfunden wurde, in China und dann in Europa besichtigen und besser kennenlernen, wie es dazu kam, dass es Porzellan gibt. Und jetzt in diesem dritten Teil wollen wir über Porzellan in England sprechen. Denn es ist ein Engländer und natürlich ist er auch daran interessiert, wie es dazu kam, dass in England man Porzellan gemacht hat. Ja, also wenn ihr diese zwei ersten Kurse nicht gesehen habt, da empfehle ich, dass Sie auf meinem YouTube-Channel, T-Masters Blog, gehen. Der Link ist unter diesem Video angezeigt, wenn Sie sie auf YouTube sehen. Wenn Sie live dabei sind bei Facebook, dann bleiben Sie dabei. Und das können Sie sich dann später anschauen auf YouTube. Also, wir fangen damit an. The White Road Journey into an Obsession. Also Meißen, das Porzellan hat so um Anfang 1710 so, angefangen, aber es hat viel länger gedauert, bis Porzellan nach England kam. Und vielleicht das berühmteste Name in England für Porzellan ist, glaube ich, Wedgwood. Diese Firma gibt es noch und macht noch viel Porzellan, die sogar in Taiwan zu kaufen ist. Also sehr bekannt, sehr erfolgreich auch. Aber was auffällt, wenn Edmund de Waal von Porzellan in England spricht, spricht er nicht von Wedgwood, sondern er fängt mit einem Apotheker, der auch ein Quaker ist, und der heißt William Cookworthy. Und dieser junge Mann, der hat, was auch komisch ist, dass auch ein Apotheker wie Böttger in Meißen war. Und er hat Duhaldes Buch gelesen, The Great Book on China, und zwar in 1736, also ungefähr 20 Jahre nachdem Meißen Porzellan gemacht hat. Und in diesem Buch ist die Rede davon, wie Porzellan, wie Kaolin aussieht in Jingde Zen. Und in diesem Buch kommen auch diese Briefe von Jesuitenvater Père d'Entrecolles vorhanden und die erklären ja, wie man Porzellan in Jingde Zen macht. Und das ist jetzt, das können auch die Engländer jetzt lesen in diesem Buch. Und dieser junge Apotheker, William Cookworthy, ist ganz fasziniert und er denkt sich aus, oh, wie schön wäre das, wenn
man auch in England Porzellan machen könnte. Und da fängt er an zu recherchieren, zu wandern und 9 Jahre später, in 1745, schreibt er an einem Freund, der ein Surgeon, also ein Doktor ist, und er sagt ihm, er glaubt, es ist wirklich möglich, mit Steinen aus Cornwall im Südwesten Englands sollte man auch Porzellan machen können. Und er ist fest davon überzeugt, dass es auch möglich ist, Steine, also Clay aus Cornwall zu benutzen, weil diese Steine sind sehr, sehr weiß und ähneln wirklich dem Kaolin aus China. Und es müsste eigentlich dasselbe Material sein. Und obwohl er ziemlich arm ist, er hat eine große Familie, er ist Quäker, sind sehr, sehr bescheidene Leute. Aber er versucht mit das Geld, was er übrig hat, diese Erfindung voranzutreiben und versucht also diese Steine aus Cornwall in Porzellan zu verwandeln. In der Zwischenzeit, also da Porzellan ja sehr teuer ist, das Porzellan aus China, gibt es schon Porzellanfabriken in England, aber die machen keine richtige Porzellan. Die machen diese falsche Porzellan wie Rouen oder Saint-Cloud. Das sieht ein bisschen cremig aus, wie hier. Dieses Stück ist ein englisches Pitcher, ja, und kommt von Michel François. Und man sieht, wie cremig es hier oben ist. Und drunten sieht man, dass das nicht Porzellan ist, sondern ein roter Stein, aber nur mit dem Slip, mit der Glasur ist es möglich, dass es ein bisschen weiß aussieht und dass es dem Porzellan ähnelt. Aber es ist kein richtiges Porzellan, weil es ein roter Stein ist und kein weißer Stein ist darunter. Aber der Wedgwood und ein paar andere Fabriken, die machen schon solchen Soft Paste Porzellan in England, aber für unseren Autor ist das noch nicht richtiges Porzellan. Deshalb ist der Fokus auf diesem William Cockworthy, der als erster wirklich daran gedacht hat, Cornish White Stone zu benutzen, um es in Porzellan zu verwandeln. Leider ist seine Frau auch gestorben in der Zwischenzeit. Und als Witwer wird er immer noch mehr von Porzellan besucht und es wird eigentlich auch für ihn eine Obsession. Hier fehlen mir die Worte, aber machen wir weiter. Für ihn ist dieses Weiß ein Weiß von Trauer, aber auch ein bisschen Weiß von Hoffnung. Und deshalb klingt er an diesem Porzellan. Und für ihn ist es ein Ziel zu erreichen, wie er näher wird an seine Frau, wenn er Porzellan macht. Okay, jetzt kommen wir noch ein bisschen später in der Zeit. Und im August 1765 ist ein Karton mit Porzellan aus der Cherokee Nation aus Amerika in England aufgetaucht. Und das geht von Hand zu Hand. Und
Dieses Porzellan kommt also nicht aus England, qualifiziert also noch nicht als englisches Porzellan, aber da sind mehrere Händler daran interessiert und einer davon ist William Champion und er wird dann auch befreundet sich mit mit William Cockworthy. Ist der Champion, nein, Richard Champion, nicht William. Richard Champion, der kriegt auch dieses Box von weißes Porzellan aus der Cherokee Nation und später wird er Freund mit William Cookworthy und die gehen zusammen ins Geschäft, um Porzellan zu machen. Aber dieses weiße Porzellan aus Amerika, aus Carolina, davon hört auch unser Wedgwood. Und der Wedgwood, der ist ein ganz guter Händler und Verkäufer und Businessman und der beauftragt einen Freund, mehr Porzellan aus der Cherokee Nation zu kaufen, damit er besseres Material hat, um seine Sachen zu machen, um Teeservice, Tassen, Vasen zu machen. Und er ist schon sehr erfolgreich zu dieser Zeit, 1765. Er hat es geschafft, dass sein Teeservice bei der Queen Charlotte benutzt wird und dass er diesen Namen Lieferer der Queen benutzen kann. Ne? Und deshalb kommen viele Kunden bei ihm und wollen dasselbe Material, also dieselben Sachen wie die Queen, wie die Königin. Und aber er hat nicht richtiges Porzellan aus England, er hat jetzt aber Porzellan aus Carolina, aus Amerika bekommen. Im Jahr 1768 gelingt es jetzt nach über 30 Jahre Abenteuer, Versuche, William Cockworthy ein Patent zu bekommen, das sagt, er hat ein Patent und das Monopol, das weiße Porzellan aus Cornwall zu benutzen, um Porzellan zu machen. Und da macht er gleich eine Porzellanfabrik auf in Plymouth, aber weil er wirklich eher ein Tüftler ist, ein Apotheker und er hat nie eine große Fabrik gehabt wie der Wedgwood. Er hat also nicht die Erfahrung, um Porzellan von Stein in Tassen oder Teekannen zu verwandeln und dann es auch richtig zu feuern. Er stößt in ganz vielen Probleme, weil er da keine Erfahrung davon hat und weil er auch nicht so viel Geld hat. Ich kaufe er zum Beispiel einmal nicht gutes, hat nicht mehr Geld genug, um Kohle zu kaufen. Da kauft er Holz billig, aber zu billig. Und dieses Holz kommt aus Schiffen, die nicht mehr für das Meer tauglich ist. Die waren zu lange aufs Meer und diese Schiffe, deren Holz ist also hat viel Wasser, aber auch viel Salz in sich aufgenommen. Und wenn man damit Porzellan feuert, da hat es einen schlechten Einfluss auf das Porzellan und das Porzellan wurde nicht so weiß und perfekt, wie er sein sollte. Und es war also ein Fehler und alles, was er gemacht hat, man hätte es wegschmeißen müssen, aber weil er nicht so viel Kapital hat,
Ich hatte es billig verkauft, um ein bisschen Geld zu bekommen, aber deshalb hat man seine Qualität jetzt nicht mehr. Man, ja, getrusted. Man dachte, okay, er macht keine gute Qualität, der Wedgwood, der kann es besser und der hat vielleicht keine Porzellan aus England, aber jetzt hat er Porzellan aus Cherokee-Nation, aus Carolina, aus Amerika und das ist eigentlich genauso gut und vielleicht ist es sogar seltener. Unser William Cookworthy ging von Pleite zu Pleite, von Fehler zu Fehler und jetzt ist er auch alt geworden und er hört auf und er gibt oder verkauft seine Firma weiter an diesen Richard Champion in 1772 und der bringt neues Leben in dieses Geschäft und versucht es auf Neues. Aber auch er hat dieselben Probleme wie William Cookworthy, hat nicht genügend Erfahrung in der Fabrik, diesen Prozessen. Und sein Monopol muss jetzt verlängert werden, dass er Cornish White Stone benutzen kann. Und da stößt er auf ein Problem. Der Wedgwood, der ist sehr, sehr gerissen und er argumentiert auch ein bisschen zu Recht, dass dieses Monopol nicht mehr gelten sollte, denn sie haben keinen richtigen, guten, sie haben es nicht gut ausgenutzt. Warum sollte man dieser Firma diesen Monopol geben? Sie macht nichts daraus. Keine gute Ware ist rausgekommen. Man sollte allen Leuten, allen Firmen in England dieses Zugang zu diesen Steinen in Cornwall geben und damit mehrere Fabriken es probieren können und er zum Beispiel, er kann es. Ja, und ja, so kommt es ein bisschen zum Schluss, zum Ende dieses Experiments von englischem Porzellan. Es wurde nicht bei William Cookworthy oder bei Richard Champion erfolgreich, sondern jetzt bei Wedgwood. Aber der Wedgwood, wirklich ein gerissener Geschäftler, der wollte nicht gleich laut sagen, dass sein Porzellan jetzt aus Cornwall kommt, sondern er dachte aus einer Marketingperspektive ist es besser, wenn man sagt, okay, mein Porzellan, das kommt aus Amerika, weit, weit weg. Es ist zwar noch nicht so weit wie China, aber es hat mehr ein Hauch von Seltenheit wie Gold oder Diamanten, wenn es ein Stein wäre, das man ein paar Meilen weit entfernt kann, dann wäre es nicht so wertvoll. Und deshalb war es vielleicht eine gute Idee von Ihnen, weiter zu sagen, okay, mein Porzellan kommt aus dieser Cherokee Nation und nicht aus Cornwall. Okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Durst, mache ich mir ein bisschen Tee. Ich danke euch beim Zuschauen. Wenn ihr mich zum ersten Mal hört, da muss ich mich wieder einmal also wie sagt man, entschuldigen. Ich bitte um Entschuldigung für mein Stottern. Ich spreche wirklich nicht viel hier oder eigentlich nie in Taiwan auf Deutsch. Mir fehlt die Übung.
Und deshalb mache ich dieses Video eigentlich nur als Übung, damit ich mein Deutsch nicht ganz verlerne. Ich verstehe also, warum so wenig Leute dieses Video sich anschauen. Es ist bestimmt nicht sehr, sehr angenehm zu hören, wie ich so viel stottere, wie die Wörter da mich nicht aufsuchen, wenn ich nach sie suche. Okay, aber jetzt trinke ich ein bisschen Oolong aus Alishan, jetzt wird alles wieder gut. Das ist eine Ernte aus diesem Frühling vom 2. Mai dieses Jahres. Ein Qingxing Oolong aus Jiangsu Hu. Das liegt bei 1300 Meter. Nicht sehr weit weg von Fengxi Hu, wo die Eisenbahn von Jiayi bis nach Alishan geht. Dort hatte man also große Dürre dieses Jahr, aber dieser Tee ist wirklich der normalste Hochland-Oolong, den ich bis jetzt gefunden habe. Die anderen sind ein bisschen mehr speziell. Dieser schmeckt leicht und blumig und erfrischend wie ein Hochberg-Oolong schmecken soll. Andere haben ein bisschen neue spezielle Charaktere für dieses Jahr. Ja, in der Zwischenzeit habe ich auch einen Oolong aus Shaanxi bekommen, vom selben Tag, auch vom 2. Mai. Und das ist auch immer interessant zu vergleichen, zwei verschiedene Oolongs aus zwei Bergen, wie ich das Berg einen anderen Geschmack gibt. Und wie gesagt, der da ist der frischeste, wahrscheinlich von all diesen Oolongs, die ich bis jetzt in diesem Jahr gekauft habe. Hoppla. Nächste Woche wollen wir noch einmal, letztes Mal über dieses Buch sprechen. Und im letzten Teil dieses Buchs wird ein bisschen wieder von Deutschland die Rede und aber auch wieder von China. Und diesmal handelt der Autor und Keramist Edmund de Waal von Porzellan, das von Diktatoren gemacht wurde. Und ja, auch eine politische Seite von Porzellan, die man nicht so kennt. Und eine Geschichte, die er uns erzählt, wie Porzellan im Dritten Reich gemacht wurde, aber auch während der kulturellen Revolution in China und wie ein also Porzellan auch zu Propagandamaterial wurde. Ich hoffe, es wird euch interessieren und dass ihr nächste Woche wieder dabei seid oder auf dem Replay auf YouTube. Dann bitte liken. Oh, ich wollte auch ein bisschen etwas dazu sagen, zu meinem Chashi, denn heute habe ich auch ein bisschen Porzellan aus England benutzt. Diese drei Tassen hier kommen von Michel François. Auch diese Tea Jar und
Diese Vase kommt aber von Jakob Baudilly, ein Engländer in England. Michel François ist ja ein Franzose, der in England arbeitet. Und Michel François hat auch diese Teeschale gemacht. Porzellan, es ist weiß, aber dunkelgrün glasiert. Aber diese Vase von Jacob Baudilly ist Porzellan Celadon und sehr, sehr schön. Und diese zwei Keramiker in England, ich denke an ihn, wenn ich lese, wenn ich die Geschichte von William Cookworthy oder Richard Champion lese, also Tüftler, Erfinder, die alles neu probieren, neu versuchen müssen. Denn es gibt wenig Bücher für Keramisten. Ein Keramist, der muss vieles neu lernen. So alle waren Jacob Baudilly und Michel François waren bei der Bernard Leach Studio. Der Edmund de Waal hatte auch angefangen als Lehrling. Aber später in der Arbeit gibt es ganz viele Sachen, die man nicht in Büchern lernen kann, die man nur durch Fehler lernt. Und ich weiß diese Arbeit von diesen Keramisten wirklich zu schätzen, denn es gibt wirklich ganz viele Probleme, viele Fehler, viele Sachen, die nicht 100% richtig gehen. Das ist also mehr noch eine Kunst als eine Technik. Zum Beispiel in dieser Tasse sieht man kleine Spots, kleine dunklere Spots. Das sind kleine Fehler, die oder kleine Unreinheiten, die da im Porzellan waren. In dieser Tasse sind es noch mehr. Aber der Tee, der schmeckt wirklich sehr, sehr süß und frisch und blumig. Ja, hier sieht man auch drin kleine, viele, viele Unreinheiten, kleine Fehler, auch die Glasur ist nicht ganz einheitlich, manchmal ein bisschen grüner, manchmal ein bisschen heller, aber es ist auch ein bisschen transparent, man sieht das Licht durch. Das war auch eine Sache, die Tschirnhaus in Meißen ja, fasziniert hat. Und das findet man wieder bei diesem Porzellan. Und diese zwei Keramiker, Michel François und Jacob Baudilly, die arbeiten auch in Cornwall. Das hat also auch einen historischen Grund und einen geologischen Grund, weil dort in Cornwall man Kaolin findet, das so notwendig ist, um Porzellan zu machen. Ja, also ich ho hoffe, dieses Unterricht hat euch gefallen und ihr habt ein paar Sachen erfahren. Die Geschichte von William Cookworthy oder Richard Champion geht viel mehr in der Psychologie hier in diesem Buch. Ich glaube, der Edmund de Waal, der identifiziert sich mit diesen Leuten, vor allem also mit Leuten, es nicht wirklich geschafft haben, reich zu werden, wie der Wedgwood, die ein bisschen mehr künstlerisch blieben als der Wedgwood. Ja, da muss ich auch an meinen Freunden in England denken, die diesen Weg gehen,
dieses Weg der Keramik, das sehr, sehr schwierig ist. Und ich hoffe, ihr alle können Jacob und Michel-François auch unterstützen, wenn ihr Lust habt, schöne Porzellan, Accessoires, Vasen, Tassen oder Jars kaufen möchtet. Okay, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Wir sehen uns also nächste Woche ein letztes Mal für The White Road, dieses Buch. Danke.